Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal Flo Bowser. Und wir sind gerade in einer Minecraft-Welt, wie ihr sicher schon erkennen könnt. Und es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, das liegt daran, seht ihr, das ist eine Redstone-Fackel, normal sieht die anders aus und generell auch die Erde. Das liegt daran, dass ich ein Shader drin habe, nennt man auch Texture Pack. Und, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Nämlich, heute in diesem Video habe ich mir einfach mal gedacht, ich guck mal, ob ich meinem Papa das Redstone erklären kann. Tada! Hallo zusammen. Ja, ich bin gespannt. Ja, also ein bisschen mit Strom. Also mit Strom, kennst du dich mit Strom so ein bisschen aus? Ein wenig, ja. Ja, das ist gut, weil Redstone kann man sich vorstellen, das ist Strom. Das, also Redstone kann man sich vorstellen, kann man vergleichen mit Strom. Dann gibt es noch Redstone Fackel, Hebel, Schalter, Druckplatten, Beobachter, Verstärker und Komparator. Und dieses ganze Menü, ab hier bis ganz unten ist alles Redstone. Oh mein Gott. Ja, das gehört alles zum Redstone. Und, ja, du weißt ja, das ist Redstone. Wenn man das so setzt und hier eine Fackel ansetzt, also dran setzt, ich, Leute, ihr könnt dabei nämlich auch was lernen. Und zwar, so ist das Redstone an. So sieht's aus, wenn es aus ist. An, aus, an, aus. Nur ich habe hier gerade eine Fackel dran platziert. Kann man natürlich noch einfacher lösen, indem man einfach hier runter geht und hier eine Fackel platziert. Dann ist das nämlich auch an, weil, also das ist schon die erste Sache, die ich Papa erklären kann. Und zwar, Redstone geht durch einen Block. Das heißt, wenn ich jetzt hier Redstone habe, stellen wir uns das mal so vor. Ich nehme jetzt mal gerade hier irgendeinen Block, den man häufig benutzt. Zum Beispiel Holz. Wenn ich dann hier einen Block setze und hier wieder Redstone und dann so mache, kann ich das über den Block hier verbinden, wie du das schon siehst. Aber Redstone geht auch durch einen Block. Das heißt, hier ist das Redstone. Das Redstone gibt die Elektrizität an den Block darunter weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier, also Leute, schön die Ohren spitzen, ihr könnt auch was dabei lernen. Wenn man nämlich jetzt hier eine Redstone-Fackel platziert, sehen wir, sie leuchtet nicht. Warum nicht? Weil ich die Redstone-Fackel falsch gesetzt habe, die muss hier hin. Das bringt uns aber auch nichts, weil die an den Block muss. Das bringt uns aber auch nichts. Hallo? Also irgendwie, Leute, wenn ihr euch auskennt mit Redstone, wisst ihr, dass das gerade ein Fehler in der Matrix ist. Eigentlich, vielleicht liegt es am Shader, aber eigentlich sollte es ja nicht so sein. Ja, bitte? Ist da drunter nicht noch was aktiviert? Nee, also hier ist nichts. Also hätte das eigentlich nicht leuchten dürfen. Nee, es leuchtet ja nicht. Eigentlich hätte es leuchten müssen, aber so ist es ja aus. Warte, probieren wir mal. Ah, jetzt leuchtet sie. Das lag wohl am Shader. Naja, auf jeden Fall kann man, du siehst es schon, wenn man Redstone platziert und ich jetzt hier eine, zum Beispiel einen Hebel dran setze. Das ist eine Redstone-Fackel, ich will einen Hebel. Dann ist das an. Und jetzt achte mal auf die Farbe vom Redstone. Die verändert sich nämlich. Guck mal. Siehst du? Die wird schwächer. Die wird dunkler. Weil das Signal irgendwann ganz aus ist. Und zwar nach 15 Blöcken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, wenn man nicht will, dass es ausgeht, muss das Redstone
Ja, bitte? Was ist denn, wenn ich da im 16. Block auch nochmal mache? Was passiert dann? Bleibt das dunkel? Wenn ich dann so mache und dann hier so ein Ding vorsetze, passiert gar nichts. Okay. Wenn ich jetzt hier die Leitung weiterlege und hier wiederum meine Redstone-Lampe hinsetze, passiert gar nichts. Weil nach 15 Blöcken, ihr wisst es vielleicht, Leute, muss das Redstone sozusagen gespeist werden. Gespeist heißt durch einen Verstärker. Und wenn man jetzt hier das Redstone weitersetzt, ups, habe ich um einen Block verfehlt, sorry. So, jetzt seht ihr, der Repeater, so heißt es auf Englisch, leuchtet. Seht ihr den Unterschied? Leuchtet, leuchtet nicht. Leuchtet, leuchtet nicht. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied bemerkt. Ich würde sagen, leuchtet ein. Ja, genau. Und wenn ich jetzt hier Redstone setze, ist es wieder da. Und wenn ich jetzt hier, wie gesagt, mein Redstone weitersetze und jetzt hier meine Lampe, geht's auch. Ja, bitte. Und das geht jetzt wieder über 15? Genau. Blöcke? Gut. Und es gibt auch einen Kondensator. Das ist aber, ich kann den Mechanismus mal bauen, aber den musst du noch nicht wissen. Das ist, wenn man große Redstone-Apparaturen setzen will. Also, ein Komparator baut man nämlich ganz einfach. Man baut hier zwei hin, zwei Komparator in die andere Richtung und ein Block vor. Ich nehme jetzt dazu einfach mal, wenn ich es finden würde, Sand. Quatsch. Wo ist denn Sandstein? Gibt's das hier irgendwo? Da, Sandstein. Zack, wenn man jetzt da einen Block reinsetzt, wo dieses kleine Ding, was jetzt leuchtet, muss gegen den Block zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Ding hinmachen würde, würde es nicht gehen. Entweder hier oder hier. Hier ist ja auch so ein Ding. Je nachdem. Und dann muss man nämlich, Leute und Papa, wenn man hier jetzt Redstone hinsetzt und dann hier eine Redstone. Ich hoffe, ich habe den Mechanismus jetzt richtig gebaut. So ganz auf den Kopf weiß ich den jetzt nämlich auch. Nee, das ist Glowstone. Ich will eine Redstone-Lampe, kein Glowstone. Hier, geht doch. Zack, nein, zack. Wenn ich jetzt hier irgendwie noch mit Redstone verbinden würde und hier einen Hebel dran setzen würde, seht ihr, es passiert nichts. Warum nicht? Weil ich das Redstone wie immer falsch gesetzt habe. Es geht nämlich so. Seht ihr? Und jetzt sollte der Strom, wenn alles klappt, langsam nachlassen. Und warum soll der langsam nachlassen? Zum Beispiel, wenn man so eine Leuchtenapparatur bauen will, animiert. Zum Beispiel, dass zuerst die Leuchte ausgehen soll, dann die und dann die. Für animierte Sachen zum Beispiel. Dafür ist der Kondensator gedacht. Und es wird gerade wieder Nacht, das muss ich mal schleunigst ändern. Hier sind die Befehle, Uhrzeit, Sonnenaufgang. Nein, ich will doch keinen Sonnenaufgang. Ich will Tag. Time set day, geht doch, viel besser. Und man muss aber auch wissen, wenn man sich jetzt eine Stufe nimmt. Sowas hier, das ist eine Stufe. Ist die Hälfte vom Block. Dann merkt man, dass man ich bin gerade irgendwie nicht so der hellste. Was hast du denn vor? Ja, wenn man das nämlich über, Leute, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wenn man das nämlich über Stufen legt, dann geht das Redstone auch weiter, nur es klappt bei mir gerade nicht. Vielleicht so? Nee, so auch nicht. Naja, auf jeden Fall sollte es klappen. Sollte. Sollte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zeig dir mal, zum Beispiel, wie man einen Mechanismus baut. Und zwar will ich, du musst dir immer ein Ziel vor Augen halten. Und zwar,
Man hat drei Faktoren. Das sind jetzt meine drei Faktoren. Zuerst muss man wissen, was will ich bauen? Dann, wie kann ich es dann bauen? Also wie kann ich das dann bauen? Und wenn ich den Prototypen entwickelt habe, wie ich den bauen kann, dann probiere ich ihn nochmal möglichst kompakt zu bauen. Also dass er klein ist, der Mechanismus. Das sind die drei Schritte, die weiß ich auswendig, glücklicherweise. Manche bestimmt noch nicht. Und zwar will ich mit dir jetzt eine kleine Apparatur einbauen. Eine kleine, aber feine. Und zwar habe ich hier meine Redstone-Lampen. So, ich brauche jetzt nur einmal einen festen Block, so wie das hier. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Ups, das war falsch gesetzt. Und zwar, Leute, will ich bauen, dass, angenommen, wir haben jetzt hier eine 3 Blöcke dicke Wand, ist hier unsere Tür. Ihr werdet gleich sehen, was ich bauen will. Also, nehmen wir mal an, hier ist unsere Tür. Dann gehen wir rein, lalilalila. Und ich will jetzt bauen, ein raffinierter Mechanismus. Und zwar, dass man dann hier auch so 2 Wände hat. Aber du siehst schon, mit Blöcken Abstand. Das hat auch einen Grund, weil ich will da nämlich was ganz Ausgeklügeltes bauen, und zwar, hört sich komisch an, aber ich möchte einen Stolperdraht bauen. Den gibt es hier im Inventar, und zwar muss man da Faden, man muss sich einen Faden nehmen. Und wofür soll der Stolperdraht sein, als Falle? Nee, das kommt noch. Dann nimmt man sich einen Stolperdrahthaken, packt die packt die jeweils hier dran, und dann seht ihr schon, normal sieht es so aus, Faden, ihr seht schon, die gehen nach unten, Leute. Ihr könntet jetzt zum Beispiel einbauen, hier gibt das ein Output, das heißt, das Signal wird in den Block geschickt, der Block schickt es weiter an den Block, muss man noch nicht so richtig verstehen. Ja, dann geht Licht vielleicht an. Genau, das hatte ich mir nämlich gedacht. Und zwar, immer wenn jemand, das könnt ihr euch übrigens kopieren, haltet das Video einfach an und baut's nach, Leute. Und zwar hatte ich jetzt die Idee, wenn jemand deine Base oder dein Haus, wie auch immer, betritt, wird, so, das muss ich dann noch mit einem Peter speisen. So, ich glaube, das klappt. Dann wird, warte, ich muss das noch hier einmal abschließen mit einer Wand. So, schön die Technik verstecken. Und Leute, ganz wichtig, ihr müsst eure Technik beleuchten. Ja. Also testet man das jetzt erst, und wenn es klappt, dann kann ich das verstecken. Genau, also. Man geht rüber und es passiert nichts. Eine Lampe geht an. Warum geht nur die eine an? Und zwar fehlt da vorne noch was? Ja, hier fehlt, glaube ich, ein Redstone. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt, wir reißen mal die Lampen. Wir reißen die mal einfach ab, Leute. Aber jetzt sollte es, glaube ich, gehen. Und das heißt, wenn jemand... Das kann weg. Das heißt, ihr baut euch hier so ein kleines Sofa zum Beispiel. Und zwar ganz genau so. 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 Zack, zack. In dem Sofa würde ich zwar nicht so gerne sitzen. Das ist ja total eckig. Aber, Leute, es ist ja nur ein Beispiel. Oh, sieht sogar ganz gut aus. Guck mal. Ja. Also. Warte, kann man noch schöner machen. Sieht jetzt noch besser aus. Angenommen, ihr habt hier euer Sofa und sitzt drauf. Dann kommt ein Einbrecher zu eurer Base und macht so. Ha, ich komme. Und dann sieht er den Stolperdraht nicht, weil man ja immer so guckt. Und dann
zack, und dann geht das Licht hier einmal an und man merkt sofort, oh, hier ist wer. Und dann macht man ganz einfach das hier. Ta-ta-da-da-ta-ta, bum, 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 bum. Okay, das ist sozusagen eine Alarmanlage. Genau. Die Schere sieht irgendwie aus wie eine Säge in dem Mod. Guck mal, Papa. Das ist... sieht irgendwie aus wie so eine Säge, zweigespalten. Stimmt. Oh mein Gott. Ach so, Leute. Bevor das Video jetzt endet, noch eine wichtige Sache. Oh, das Brot sieht cool aus. Hier, Leute. Und zwar eine wichtige Sache noch. Und zwar, die Videos kommen jetzt erst immer später abends, weil, wie gesagt, jetzt wieder Schule ist und ich ja meistens viel zu tun habe. Deswegen wundert euch nicht, die Videos kommen noch, aber erst abends, so wie jetzt ungefähr. Und Leute, ich würde sagen, hoffentlich konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen. Irgendwie hat mein Skin nicht geladen, aber eigentlich hatte ich nämlich einen anderen eingestellt. Ah, ja. Ja, und dann würde ich sagen, danke für die Einleitung in Redstone. Redstone. Redstone, okay. Vielen Dank. Jo, bitteschön. Und dann würde ich sagen, Leute, hoffentlich habt ihr was gelernt und guten Appetit dann nachher beim Abendbrot, Leute. Und perfekte Überleitung, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.